Till I collapse. Ich bin gegen Kometscanner. Ich bin kein Zeichen, kein Doran Schild. Wir werden ihn einfach töten. Trust. Kann ein hartes Matchup sein, ohne Sustain. Aber ich habe halt 90 AD Level 1, das ist zu cracked, um es zu verschmähen. Meine W macht so 100 Damage. Der Sustain davon muss reichen. Ja, sieht normaler aus, aber im Hintergrund sieht man das legendäre Tolkien-Tivon-Trikot. Ja, das ist jetzt da oben. Siehst du es da? Und wenn du rauszoomst, siehst du das andere auch noch. Schon kinda nice. Ich finde, das sieht schon sehr, sehr sexy aus jetzt. Sieht schon sehr, sehr sexy aus. Aber ja. Es ist nicht mehr so wie davor. So. Der Teppich auch nice. Ich hab den Teppich. Den finde ich so geil. Hat aber irgendwie 140 Euro gekostet. Ist das teuer für einen Teppich? Ich habe noch nie in meinem Leben einen Teppich gekauft. Das war der erste. 140 Euro. 140. Mit der Farbe, ja, ist halt Herr der Ringe, ne? Also ist es halt perfekt goldgrün, genau was ich wollte. Ist super günstig für einen Teppich. Okay, ist das so? Der ist gut bezahlt. Ich dachte auch, das ist teuer, aber I don't know. Kein Gefühl für Preise bei Teppichen, noch nie erworben. Er spielt Dorans Schild auf Skarner. Okay, warum kein Dorans Ring? Ich warte seine W ab, bevor ich ihn wehre, natürlich. Will hochsustain. Oh, er startet Q. Boah, dann darf ich mich gerne auch Q'en. Alter, der Orthodox in der Wave drin, sodass mein Pester-Schild alles von schön tankt, während er auf die Fresse bekommen hat. Aber ich habe noch 4 Damage genommen. Ich bin ehrlich, ich habe Skarners Passive nicht verstanden. Kann die einer mal kurz in den Chat reinschreiben, mit anderen Worten oder so erklärt? Wann kommt dieser Magic Damage? Wann? Because I don't understand. Boah, das war eine Menge Damage gerade von seiner Q, holy fuck. Oh, wichtiges Headset. Er hat auch mich outpusht. Er gewinnt gerade. Er gewinnt gerade ziemlich hart. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, gewonnen, oder? Er hat noch Schild. Oh, die hat nicht getroffen, Tolkien Cringe. Oh, hoffe ich den Schneid zu sidesteppen. Man hat gleich kein Mana mehr, was gut ist. Wenn unbedingt die Wave jetzt collapsed, bekommt der Skarner, ne? Junge, sein Damage. Ich habe wieder Passive-Schild, aber erst gleich Level 4. Till my bones collapse. Ist er Level 4? Los. Ich glaube, er sollte immer nach vorne spielen, Level 4 werden. Er kann mich da vielleicht sogar killen. Bam, 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 bam. Until my legs. I will not fall. I will stand tall. Ja, wir gehen Sheen, fuck it. Es fühlt sich. Also, ich weiß nicht. Ich weiß es doch auch nicht, Chad. Ich mag da Balancehot auch eigentlich mehr. Ich weiß es doch auch nicht. Ah, da Balancehot im Pot ist schon wahrscheinlich besser. Ach, I don't know. Noch ein besseres Gefühl dafür kriegen. Weil dieser Art Trade ist geil mit Sheen. Das gerade eben. Mit Double Longsword viel schlechter. Dafür ist restliche Wave-Management und Getrade mit Longsword besser. 20 AD hier zu haben, ist auch schon ziemlich cracked. Ja. Allein für die W hier. Schien, weil es blau ist. Es ist ja nicht terrible. Es ist nicht terrible. Aber es hat im Early Game einfach Kacke. Oh, scheiße. Es geht halt extrem gut rein. Weniger Q-Cooldown ist halt das Allerwichtigste. Junge, wie hat mich der Stein getroffen? What do you mean, der Stein hat mich getroffen? Riot? Junge, die E ist der schlechteste Spell im Game, kann das sein? Ich hasse mein Leben. Oh,
Wave ist terrible. Es war überhaupt nicht worth. Bad. Auch bei dem Ball in der Longsword tausendmal besser bezahlt. Oh, ich hätte einfach die Wave haben sollen, seinen Flash nehmen und glücklich werden. Bin nie glücklich mit wenig. Ich muss immer alles kriegen. Ich inter. Nehme einfach den Flash, push die Wave und dive den Wixer. Easy. Mit Level 6 und der Wave, die pusht. Ja, Level 6 will ich nicht kriegen direkt, aber jetzt bin ich auf jeden Fall sogar behind und er kann mich vielleicht noch einen Turm holen hier. Zumindest bin ich auch easy regankbar. Und die Wave ist absolut terrible. Ich habe keinen Flash mehr. War ziemlich schlecht von mir. Diego macht Voidcrops fertig. Angst vor Diego. Ich habe vergessen, Chat zu lesen wegen der Passive. Wo ist die Voidcrop? Ach, scheiße, komm, spawn. Spawn. Spawn! Noch 10 Sekunden. Ach, bitte, lass nicht in den 6-17er sein. Spawn bitte jetzt. Schon ein Melee dafür gemisst. Fucking finally. Zum Glück keine 6-17er, aber eine 6-7er ist auch relativ spät. Aber was jetzt relativ ist, mittig. Eck steht genau in die Mitte, oder? 5,57 bis 6,17. Oh. Da könnte jetzt auch ein Turm geholtet werden, das macht mir Angst. Oh, dieser Stein! Oh, dieser Stein! Ich bin ein halbes Level behind, weil ich die Wave getrollt habe und einfach 1-2-1 trade wie ein Idiot. Terrible, Tolkien, terrible. Dieses Schild, das mich da einfach trifft und hier auch den Poke von meiner W nüchtig macht. Hat er einen Stein? Ich kann es bei dem Skin-Gefühl nicht richtig erkennen, ob er einen Stein hat oder nicht. Bei mir Gucci. Gott, die Interaktion von W gegen W ist schon kacke. Ja, meine E gecancelt? Wie? Wie ist meine E da gecancelt worden? Verstehe ich nicht. Ich meine E an der Wand selbst gecancelt? Oder how that, what happened? War das ich? Nein, 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 ich bin doch kein Inter, ich hätte das niemals gemacht. Right? Hast du nicht gerade verkackt? Ja, muss ich. Also, das ist der einzige Weg, es zu erklären, dass ich verkackt habe. Aber ich weiß nicht was. Ich habe doch nicht die Wand. Habe ich zweimal an der Wand geklickt? Maybe. Aber es passiert mir eigentlich nicht wirklich oft. Seltsam. Bin nicht ganz sicher, was sich da ereignet hat. Um mit euch ganz transparent zu sein. Ich glaube, es ist Riot Games schuld. Riot! Konnte ich die ganze Zeit schon machen mit der Ult? Nee, also er hat ja proaktiv geultet. Also es wird vielleicht ein Frame geben, wo ich über seine Ult rüberspringen kann, ne? Warte, ist sein Ult ein Channel jetzt? Ist sein Ult jetzt eine Channeling-Fähigkeit? Nee, oder? Ja, ist es. Lol. Also kann ich seine Ult einfach canceln? Ich kann seine Ult einfach canceln mit meiner Ult. Ist sie dann auf Cooldown für 10 Sekunden oder für immer? Also, was ist für immer? Für Max Duration? Ja, aber er ist währenddessen unstoppable. Oh, er ist unstoppable währenddessen. Oh. Oh, okay, dann ist egal. Also, dann gibt es irgendein Frame, wo ich über die Ult rüberspringen kann, so oder so, ne? Muss ich halt noch lernen. Wo ich halt genau in dem Frame quasi unanklickbar werden kann, um ihn zu outplayen. Nein, Stipp. But what is the damage? Ich bin tot, bin ich tot? Oh, der Stein! Müssen wir uns Ult flashen? Oh, das wird mich ertilten, wenn ich du wärst, Garner.
Der Drache ist auch noch hochgeflogen. Verstehe ich nicht. Oh mein Gott, der hat einfach geflash-ultet. 3 Flashes für mich. Eigentlich hat sie recht, by the way. Eigentlich hat sie komplett recht. Eigentlich so übernimmt sie ihr Top-Lane, ich gehe Mitte und es war ihre Wave. Außer ich habe Triforce oder so, aber ich hatte es davor eh schon. Oh, ist sie tot? Lol. Der Skorpion! Ah, sie wurde ja so böse outplayed. Sie hat noch irgendwie Thoma genommen, weil sie ihn gedamaged hat. Oder sie wollte sie sich selbst speeden und er war schon unter ihr oder so? Didn't know Nuskana. It's fine, mate. Also, obviously schlechter Tod von ihr, aber ich verstehe, wer passiert ist. Sie wusste aber nicht, was da passiert. Gott, ich liebe den Schweifers Post-Spike, während Platten da sind. Es werden wieder jetzt 5 Stück schnabuliert. Er ist ein Level über mir mit dem Kill of Orianna? Riot? Jetzt nicht mehr. Junge, dieser Movement Speed ist so turbo-busted. Von Q. Es ist legit, also bist einfach Upphage immer da. Upphage und Level 9. Ich liebe das. Wenn die wie noch durchkommt. Aber was ist das denn für eine fucking Show of Toplane mit 5 Champions? Da kommt ein Drache, kommt ein Stachelskorpion, kommt eine Ratte, kommt ein was auch immer wie Ego ist und deswegen war noch nicht da, actually. Deswegen fehlt. Verrückt. Ich hab getrollt, ich hätte ihn ja killen können, wenn ich W besser buffere. Ich sollte E wehen. Ich sollte Q auf Turm machen, E W auf ihn drauf und ich sollte die E in der W benutzen, damit ich ihn da straight kill und mich heile. Geh ich Tabis? Ja. Ja, du bezahlt. Oh ja, bezahlt, ja, bezahlt. Die Pino Toplane, weil Platten alles sind, was ich will in meinem Leben. Wenn mir die Wahl gibt zwischen Liebe, Glückseligkeit, Geld oder 5 Platten, ich würde immer Platten nehmen. Meine Platten sind ja auch Glückseligkeit und Geld, aber sind sie Liebe? Ich bin keiner. Gerade frische Krabbe. Wer hat die genommen? Die Gegner haben sich auch ewig nicht Botlane gezeigt, ne? Hier ist safe jemand, wenn er so spielt. Twitch wird Lane ganken oder so. Ich hätte unglaublich gerne meinen Turm noch bekommen, bevor Platten auslaufen, aber es ist jetzt basically die letzte. Okay. Bin ich tot? Diego ist hier. Okay, wie useless ist Garner? Es ist ja so useless. Muss er die ganze Zeit respekten, weil die Gegner gerade Hardcore Toplane spielen, wenn dafür 5 Platten Bot bekommen. Leider. Wo sind meine Platten, Chat? Letzte Wave für Platten. Ich darf nicht. Weil die Gegner in meinen Lane spielen, ist das nicht traurig. Can we hit 50 likes? Can we hit 50 likes? Can we hit 50 likes? Mich turnt das mit Passive, oder? Ich bin so schnell. With some superhuman gifts. So, wo kommt dieser Magic Damage? Kann mir jemand erklären, wo der Magic Damage kommt und wann er kommt? Seine Pass, ich weiß, dass er eine Passive ist, aber wann prockt es? Oh, ich kenne gemisst. Wann prockt? Ich weiß, dass er eine Passive ist, aber wann? Muss er dafür mich mit einem Stein treffen? Mit der Stein Auto-Attack Q? Wann, was muss er machen? Einfach nach 3 Auto-Attacks? Einfach nach 3 Autos. Ja? Also sehr simpel. 3 Auto-Attacks, Passive prockt. Das war's? For real, for real?
Orto, Stein und W. Also drei Spells treffen. Einfach drei Spells. Drei Spells, drei Orto-Attacks. Eins von beiden. Okay, okay. Danke, Chat. Danke dir, Mellow Mustard und Ice Skip Twitch. Vielen Dank für eure Subs. Vegos Top-Lane. Und dieser Stein, es ist so viel Damage. Ich bin so schnell. Or are you deceived? Und werfen wir? Soll ich ein TP'en? Geleitet Mitte. Boah, das ist wichtiger, I think. Wo ist Twitch? Ah, hier wissen wir, was der Flash hat. Wo war Twitch? Wusste ich nicht. Mann, krieg ich den noch? Orange, so wird ihn covern. Ja. Wollte nicht reinlaufen, der hat Frozen Heart und noch Mana-Stick gehabt. Ah, das blowt. Warum ist mein Team losing? Egal, wir haben jetzt nicht Drake verloren, weil ich rein TP bin, ist okay. Ist okay. It's not great, it's not terrible. Oh, now it might become great. Gegner wollen noch unbedingt mehr. Oh, die Trollen. Nice! Ace! Ace! Top D! Ja, noch Top-Land TP ist nicht schlecht, sonst nehmen wir nur Mitte 2 Turrets, Drake-Turm und wir kriegen Top-Turm. Das heißt, Mitte 2 Turrets, ein Top-Turm, ein Drake und wir traden 5 Mann für mich. Wow! Das ist eine Schelle in der Goldkurve. Und in der Win-Condition-Kurve, weil Drake wird in der Goldkurve nicht reflektiert. Aber das hier und das hier auf jeden Fall heftig. Nice. Oh, I'm only human. So ein Luxusproblem, ich habe sie die ganze Zeit. Ich habe einfach zu viele Qs. Ich habe zu viele Qs für mein Triforce. Das ist so krank. Nach den Changes. Ich war nie Sheen ready, weil ich 30 Q spammen kann. Das müssen die noch nerven. Das ist zu OP, glaube ich. Nice, sie haben blastet, bevor sein Komet lasten konnte. Wir nehmen es gerade allesamt am Nicht-Bot-Side spielen, also. Eigentlich gehen, ich bin auch an der Top-Side. Da darf ich hier contesten. Wo geht die Reise hin? Haben sie zurückgedodged. Das war der Frame? Nein! Was? Wie ist meine Q nicht durchgekommen? Ich hatte auch Q gebuffert gegen den Stun. Ja, ich habe Skarner mit der E getroffen. Meine Q war zwar da, aber Viego muss mich mit Inga gestunt haben, damit meine Q nicht durchgebuffert wird. Mabet. Aber coole Interaktion zu sehen, dass ich darüber hüpfen kann. Kinda nice.
Also das war das Timing dafür. Dafür muss ich halt ein Gefühl kriegen, right? Right, right, Roger, Roger. Roger, Roger. Obwohl es auch so aussieht, als wäre seine Ult gecancelt worden. Aber ich glaube, ich habe den richtigen Frame gefunden, weil er ist ja eigentlich unstoppable, ne? Was hat er da gemacht, der Scanner? What is he doing? Aua. Big Stern Gameplay. Das ist ein Ashorn erzwungen, oder? Wir machen Ashe recht schnell. Wir haben keine Orianna in Reichweite. Lucian macht noch Crux, der braucht dafür lange. Und Ashe ist aber dead. Das ist einfach nur traurig. Oh, wir trollen Topside hart. Ich hab Botlane auch mich halt catchen lassen im 1 gegen 2, I guess. Schaven Stück für Blue Buff für den Nash. Jetzt Game sehr, sehr schwer. Objective Bounty Botlane, Objective Bounty auf Nash. Bounty ist generell für die Gegner. Hartes Game. Hm. Orion Soul macht halt Nash wanted. Ich meine, Champion ist sehr bad gegen Orion Soul. Ich bin eigentlich ein Sideline-Champion diese Runde gegen den 280er, der Loki am Inten ist, aber da sind wir die Meta auch beendet, wenn dein Team am Aufpoppen ist. Alrighty, wir gehen Top-Lane, wir spielen für Turret da oben und danach für Drake zeitgleich quasi. Please let me top. Please let me side. Warum geht er Top-Lane, Mann? Oh. Geh doch Mitte die Wave-Farm. Es ist so toll, mir die Wave wegzunehmen. Und er will die nächste auch noch haben. Och, Leute. Dafür verlieren wir jetzt mit Turret. Aber warum? Och, Mann. Warum nicht einfach mal ein normales League of Legends Game? Warum nicht einfach mal ein normales League Game, wo alle versuchen zu gewinnen und wenn Fehler passieren, dann ist das okay. Und dann ist nicht direkt wieder jeder tiltet und intet. Ach, Lucian. Macht das Game jetzt so hart. Jetzt geht er da wie. Vor allem wird zwei Mid-Turrets. Weil er nicht Mitte gehen will. Ich kann das nicht. Macht aber auch keinen Spaß. Ja, stay top lane. I don't know. Wir müssen, ist echt jetzt der richtige Play, Top-Lane zu overloaden. Schön über die Ult rüber gejumpt von Azor. I don't know. Das ist so frustrierend. Überhaupt nicht Warp insgesamt, aber wir mussten den Play jetzt machen. Kriegen jetzt keine Seele von den zwei Mid-Turrets und das ist einfach nur Kacke von ihm. Auch nur aus reinem Frust oder so, ich weiß es nicht, warum er das macht. Torgen hat gar keinen Bock mehr, Wotimi, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe doch gerade alles gemacht, um zu gewinnen, das Game. Und jetzt ist es wieder nicht genug, oder was? Was willst du jetzt von mir? So eine Nachricht hittet mich am allermeisten. Was willst du von mir? Was soll ich denn machen? Kann ich Lucian mein Control, dass er nicht dahin rennt? Ich kann Mitte nicht verteidigen gegen Nash als Medi-Champion. Was soll ich denn tun? Ich muss halt seiner Kacke folgen. Und dann dive immer Top-Lane und verliere eine Menge Mid-Lane. Und Drake, aber kriege immer einen Kill und einen Turret. Besser als nichts zu machen. Oh, ich hasse solche Nachrichten von Twitch-Chat, legit. Das war so eine Scheiße zu schreiben. Wenn es ein AFK-Medio, mein Lucian trollt mich und mein Chat schreibt dann, ey, nee, komm, muss nicht sein. Ach man, ey. Kann er bitte einfach weiterspielen, Medio? Er ist wirklich AFK. Ach man. Och Leute, es ist ein 2-8-Scan. Dann kann ich einfach ein normales League Game spielen. Just once in my life.
Immer noch Winnable, wenn er zurückkommt. Schlechter Play, ich weiß nicht, wer hier ist. Die haben keinen Grund, nicht hier zu sein. Sie haben Midwave durchgepusht, können derzeit hochrotieren. Wäre halt die einzige Bedrohung, die das Game für den Gegner noch schwer machen kann. Und alles, was sie machen müssen, ist mich aufhalten. Also überladen sie meine Seite und pushen einfach meine Seite durch, wenn sie wollen. Mitte können wir nichts machen. Wir können auch, also Orianna steht jetzt auch einfach im Busch drin. Der steht in der Base drin. Und es steht 18 zu 24, Mann. Wir haben drei Drakes. Game is so fucking free. Können immer noch 4 gegen 5 sogar gewinnen. Just play the game. Reconnecte. Und spiele weiter. Just play the game hier AFK. Ich sehe es. Ich weiß nicht wieso. 0, 4, 10, Medio. Und was also so tilte, dass er jetzt AFK gegangen ist? Wir bitte einfach nashen. Ah, wie kann's. 30 Sekunden, bis dann sind die alle da. Können wir jetzt Zeraphs Embrace Feuer forcen oder so? Einen großen Stern ready. Wie machen wir jetzt ein 4 gegen 5 am besten Wett? How do you win? 4 gegen 5 hier. Eigentlich müssen wir unbedingt jemanden vorher catchen, ne? Ist keiner TP irgendwo hin? Ist er bei hinter mir? Bei Orianna ist probably dead. Großer Stern, ich bin raus, aber ich kann Top-TPen. Lucian hat Botlane, also eigentlich nehmen wir hier kein 3 gegen 5 Fight. Ja, es ist bad. Ich sollte Top-Lane pushen. Weiß nicht, wie Orianna durch den Fuß läuft. War nicht mal eine schlechte Shockwave. Wir hätten direkt pushen sollen. Meine Hesitation war wieder schlecht von mir. Lucian hat immer den Play einfach durchgezogen, den er gesehen hat. Wenn es wieder Nash und so, aber wir sind halt 4 gegen 5. Der Rest von dem wird Nashen. Vielleicht kriegt Lucian Bottom, wenn Scanner mich chased. Maybe you can play these. Okay. Maybe I can play these. Wir hören 3 Actually-Backs, den ich flashen sollen. Guys, hat den Nash schon eine Weile auf. Ist es immer noch winnable? 4 gegen 5, no joke winnable. Durch wäre es einiges leichter, wenn er reconnecten würde, statt in der Basis zu stehen, bis das Game ihn automatisch DC'd. Aber wir haben 2 gute Sidewaves. Ja, ja, also 2 gute Side-Lanes. Top-Tom ist bei mir auch schon Half-HP. Bot ist weg. Wir haben 2 Teleports und ich bin Level 18 Kamel. Hartes Spiel, no doubt, aber auch winnable. Gehen noch lange keine Seele. 100 Gold ist mein Item. Can we win these? One man down. Okay, wir sterben für Blue Buff. Okay, wow. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Wenn wir für was sterben, dann bitte für Inhib-Turrets. Scheiß auf Drakes, scheiß auf alles. Aber also auch Blue Buff bitte auch drauf scheißen. Aber bitte einfach Inhib-Turrets. Mit denen können wir das Game noch holen. Hm, na gut. Ja, Otterdeck, wenn du ihn tötest, ist Nash wieder fast ausgelaufen. Wäre so ein wichtiger Kill gewesen. Schade, Mann. Komplett worth dafür zu sterben, by the way. Wenn er 1v1 tötet, wäre das toll gewesen. 1000 Gold auf Twitch. Nash weg. Also nicht weg, aber auf Cooldown. Also eine Person ist halt tot. Wäre sehr, sehr geil gewesen. Schade, Mann. Ja, ja. Jetzt sollen wir versuchen, eine Person zu killen. Aber wir haben noch Nash für eine Minute. Das heißt, es ist jetzt irgendwie für eine Weile noch keine Backdoor oder Sideline-Action gegeben. Frage ist, was ist das beste Last-Item? Heilbreaker? Eigentlich ja. Eigentlich ist Heilbreaker ein sehr gutes Item hier, um 4 gegen 5 zu spielen.
Schade, Skarner scheint Mitte zu DPen. Jo, Rain Soul. Ja, Sonjas. Den kill ich nicht. Na, das ist immer gleich ausgelaufen. Top-Wave ist gut. Wir haben eine Bot-Wave noch. Die hier. Was kann das alleine? Mach richtig viel Damage. Gefällig. Ich hab Strike Sketch. Ich hab das Gefühl, ich verliere das. Wir haben Damage gemacht. Ja, ein Kill schon mal. Jetzt sind wir beim 4 gegen 5 angekommen. Wir gehen Hullbreaker. Strike Sketch auf Cooldown für den Fight. Topline noch keine Ult mehr. Orianna ist eh schon fast dead und sie wirft ihre Shockwave komplett. Ja, noch Sonnes. Huge, Mann. Na, der hat keine guten Waves. Wir müssen Inims nehmen. Okay, na Trollen. Die haben den Win nicht verdient. Aber kein Nash, kein Inib und kein Drake. Also eigentlich kriegen wir hier mit nichts außer Zeit. Und Zeit ist nicht in unserem Interesse, weil die Gegner kriegen ja mehr Gold als wir. Passiv. Weil sie ein Champion mehr haben, wenn das Gold aufsammeln wollen. Was kann aber da sehr tanky gegen mich gerade, kann er sein? Sehr lange dauert ihn zu killen. Wie 4 oder 5 Qs gebraucht. Also Second Qs. Wichtiger Catch definitiv. Einfach raus. Inhib zu kriegen ist so gut für uns. No fucking fighting! Raus. Och nee, du. Das kann ja nicht passieren. Muss ich top-TP'en? Wait, we just win the fight? Wait, we just win the fight? Lol. How? Lol, wir haben gewonnen, das Ende. GG. 10 Sekunden Skala. Maybe end. Wir haben die gewonnen, keine Ahnung, überplayed. Holy shit, how? 4 gegen 5, Baby, wir kennen Windies. 8 Sekunden Skala, ich hab Ult. Du schon Lives hinlassen, ist nicht falsch. Aber eigentlich sollten wir einfach pushen. Just T-Turret. Holy shit! We actually did it! We did it! 4 gegen 5, Baby! We did it! Nice, Mann! Nice! Angespannt und durchgezogen. Wichtiger Win. Oh, krass, mein Team hat noch den Fight gewonnen hat. Ich dachte, ich TP vielleicht Top Wave. Oder ich farm für Hullbreaker und spiele dann das Game weiter, nachdem wir einen Kill bekommen haben, aber die haben einfach noch 3 gegen 4 gewonnen. Oder 3 gegen 4. Richtig big, Mann. Richtig big. Gutes Ding. Und alles angespannt, obwohl der Typ auch ein bisschen getrollt hat. Aber we did it. So verrückt, dass Leute AFK gehen, Zeitlinie runterrennen und for some fucked up reason. Du weißt nie, wieso. 18 zu 24 Kills. Wir haben 3 Drakes, die gehen am einen Drake. So winnable, aber sobald ein kleiner Play schlecht läuft und Jarvan gecatcht wird, wir Nash verlieren, ist er sofort einfach AFK gegangen, der Medio. I don't know. Und Lucian hat dann auch Top-Dinners rein tilt? Ich weiß es nicht. Verrückt. Wichtiger Dub.